Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind eben noch im Leiharbeitergeschäft. Im Prinzip Leiharbeit, weil wir das im Prinzip als Leiharbeit machen. Bei Amina angestellt. Dementsprechend auch diese High-End-Klamotten, ne? Also High-End, hier die hochwertigen Klamotten so, ne? Aber egal. Gestern haben wir ganz knapp mit Gewinn abgeschossen. Ich glaube, 63 Euro circa waren das. Casual Clothes, das waren Hosen im Angebot für 2,60 Euro die Hose. Die haben jetzt nochmal 20 Stück von Rot. Zwei verschiedene Farben, die wir dann eben entsprechend nachführen können. Ein Aufsteller werden wir nicht besorgen. Wir werden die mit woanders aufhängen erstmal, damit wir ein bisschen Kosten sparen können. Und ich habe noch die Öffnungszeiten verlängert, anstatt von 9 bis 17 Uhr machen wir jetzt von 7 bis 20 Uhr. Wir haben noch keine Mitarbeiter hier eingestellt in dem Geschäft. Möglich wäre es. Ich habe noch eine Bewerbung liegen, obwohl die ist zu teuer für 11,87 Euro. Die Stunde definitiv viel zu teuer eigentlich. Von daher schauen wir mal, wie wir es machen. Wir sind definitiv jetzt also noch alleine im Markt. Und müssen gucken, dass wir es irgendwie gebacken kriegen. Wie gesagt, irgendwie müssen wir es schaffen, hier nach oben zu kommen. Ich meine, wir haben gestern zumindest Plus gemacht. Das heißt, heute werden wir mit Sicherheit auch wieder mit Plus rausgehen. 2678 Euro Konzernvermögen, die wir jetzt zusammen haben, ne? Noch lokal bekannt in Richtung Men's Shirts und Men's Pants. 21 verkaufte Artikel von La Fashionable. Damit vorhin müssen wir 250 Stück verkaufen. Ja. Info. Ruf eine Kategorie. Okay. Gibt's auch. Geht höher. Geht höher. Okay. Das ist. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Artikel wir nachbestellt hatten. Insgesamt. Könnte eine ganze Menge sein. Ob da alles unterkriegt, ich habe keine Ahnung. Ansonsten muss er dann gleich nochmal liefern, ne? Der kriegt nicht alles unter. Na super. Nicht genug Platz, ja, danke. Danke, 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 Mann. Ah, super. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Offen fürs Geschäft. Wir müssen noch ein bisschen auspacken. Die ersten Kunden kommen in den Markt. Wir sind immer noch fleißig im Auspacken. Wir müssen noch auspacken, damit der Lieferbote gleich auch noch den Rest liefern kann. Natürlich relativ viel bestellt mit den Hosen noch dazu. Es hat natürlich eine ganze Menge gewesen mit dem Verkauf. Wird eng. Ich glaube, ich investiere doch nochmal lieber ein paar Euro in eine weitere Lieferpalette, ne? Kriegen wir hier noch eine hin? Nee, ne? Nee, ist jetzt nicht wahr, ne? Morgen müssen wir genauso wieder, ne? Schauen wir mal. Hat keiner was gekauft? Nee, anscheinend nicht. Wenn wir hier ein bisschen umändern. Hosen haben wir schon dabei. Sind aber ein Angebot, ne? Nur die hier und hier. Mit rein. Junge Frau, ich kann leider nicht. Ich muss eben schnell abkassieren. Ich kann versuchen jetzt. Ja, nicht geklappt. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mit Gewinn rausgehen hier heute. Da gehe ich von aus. Bin mir relativ sicher sogar. Weil gestern haben wir echt gut verkauft an sich. Der Lager fast voll, aber geht nicht anders, ne? Geht nicht anders, Leute. Geht nicht anders. Die Hose haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Doch, die haben wir hängen. Die haben wir sogar hängen.
Na gut. Lager voll. Lager voll. Ich komme. Ich bin schon unterwegs. Kauft, Leute, kauft. Wir haben jetzt 9:30. Oh, 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 oh. 9:30, ne? Hosen. Hosen. Die andere Farbe nochmal aufhängen. Zumindest ein paar Hosen aufgehangen, ne? Hier müssen wir was aufhängen. Ich glaube, wir müssen noch was auspacken, ne? Fertig waren wir noch nicht mit auspacken. Wie wär's mit der Hose da? Wir sind gerade im Angebot. Die Kasse ruft schon wieder. Schon unterwegs. Klar, gerne kaufen. Wie wär's mit der Hose? Interesse vielleicht? Nee, jetzt nicht. Ich muss kassieren. Funktioniert leider nicht immer. Hey, erst meckern, dass ich nicht hier helfe und dann auch noch meckern wegen Kasse, ne? Klaro. Doch normal. Das ist doch normal. Vielleicht haben wir morgen schon Kassierer mit da, ne? Wäre geil. Dann können wir uns ein bisschen um die Kunden kümmern, etc. pp., dass das irgendwie funktioniert, aber jetzt schauen wir mal. Ja, 1017 Euro, 1013 Euro sind Mietkosten. Nee, keine Zeit. Jetzt kann ich kommen. Mein Shirt. Wie ist es mit meiner Hosen? Kasse wieder machen. Ich komme hier nicht zurecht, Leute. Ich komme hier nicht zurecht. Aber gut, wir haben ja bis 20 Uhr offen zum Glück. 20 Uhr? 22 Uhr? 20 Uhr meine ich. 7 bis 20 Uhr. Von daher, ne? 1013 Euro war Miete. Ich kann jetzt nicht gucken. Mindestlager 292 Euro, ne? 1300 Euro aktuell, ne? €1.300 aktuell. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Also so ist das nicht. 6 Stunden haben wir noch knapp. Trotzdem müssen wir reinhauen, ne? Wie ist damit? Schnellverkauf. Hat sogar hingehauen, mit Freude zumindest. Ja, ich weiß, die meckern schon wieder. Kasse,
Ich denke mal, mittlerweile dürften das knapp 1500 Euro sein, die wir brauchen. Ich kann hier nichts mehr machen, Leute. Ich renne mir gerade hier den Laden ein. Ich komme gerade nicht zum Großhaus, zum Nachräumen etc. pp. Das funktioniert gerade nicht. Nee, ich kann jetzt nicht helfen, mit Sicherheit nicht. Geldmäßig kommt nicht gerade gut für was rein, ne? Ich würde gerne nachräumen, Leute. Schon wieder so viel an der Kasse, das ist nicht normal. Ein paar Klamotten konnten wir zumindest noch aufhängen jetzt. Zwei Leute noch abkassieren, vielleicht danach den Rest auspacken und dann können wir mal gucken, was wir noch aufhängen können. Ja, wir haben noch 3 Stunden offen jetzt. Gleich. 20 Uhr, ne? Nächste steht schon wieder in der Kasse. Nee, aktuell nicht, sorry. Die nächsten gehen schon wieder zur Kasse. Wenn so der eigene Laden natürlich läuft, das wäre natürlich mega. Das wäre mega. Naja, ich komme nicht zum Hinterherhängen, ne? Noch 2 Stunden offen. Viel haben wir auch nicht mehr da an Artikeln, ne? Viel haben wir echt nicht mehr da. Wenn wir jetzt natürlich die Kunden noch betreuen würden und die ne? Dann könnten wir wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr verkaufen. Und dafür fehlt uns die Zeit. Wenn ich die ganze Zeit hier kassieren muss, ne? Da kenne ich schon wieder wegen Kasse, ne? Das ist nicht normal. Am besten ich hole einen Kassierer. Definitiv. Kassierer, Kassierer, Kassierer. Zumindest einer, der die ganze Zeit abkassiert hier, ne? Wir haben echt einiges verkauft. Wir sind bei fast 2700 Euro jetzt. Schöne Sache auf jeden Fall. Es wird noch gekauft, Leute. Es wird noch gekauft. Wie sieht's aus? Derzeit lokal bekannt in beiden Sachen. 53 Artikel verkauft vom Fashionable.
Ja. Feierabend. Wir haben 20 Uhr. Muss die Kunde noch bezahlen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Kunde muss auch noch bezahlen. Mindestlager 906 Artikel. Alter Falter. Wir haben aber 1836,59 €. Das heißt, wir sind definitiv richtig gut mit Plus rausgekommen aus dem Ganzen. Heißt aber auch, wir können weiter investieren, Leute. Weiter investieren in weitere Klamotten. Wir gucken jetzt mal die Bewerbungen durch. Wir brauchen auf jeden Fall Leute. €12,32. Gut, den Verkäufer. Das ist wieder schlecht. Und so, ja, der ist eigentlich zu teuer, der Kerl. Wie viel will der? Der will auch so viel haben, ne? 9,83. 10,88. Der wäre nicht schlecht. Der wäre gut. Der wäre gut. Benötigt mehr Freitag, bevorzugt längere Arbeitstage. Oh. 4,38. Wie war's? 6,27. 7,94. Oh. Für 7,94 € den stellen wir an. Der ist nämlich gut in Kassen. Das heißt, den könnte ich an die Kasse stellen. Den könnte ich echt an die Kasse stellen, Leute. Einstellen. Okay. Den stelle ich an die Kasse, Leute. Und zwar für 8 Stunden. Kasse. Ganzen Tag. Ist mir jetzt erstmal egal. Donnerstag. Und dann kriegst du Mittwoch frei. Arbeitstag beenden. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Macht 8 Stunden bitte. Und kriegt, oh, soll er Pause machen? Darf um 10 Uhr Pause machen. 10 Uhr darf er Pause machen. Dann schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, dass wir es reinkriegen. Sieht ja nicht schlecht aus. Wie es weitergeht mit dem ersten Mitarbeiter hier in dem Leiharbeitergeschäft. Mal gucken. Ich hoffe, es geht gut. Ich denke mal, es geht gut. Aber ob es wirklich gut geht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Von daher, bis dahin. Servus und tschüss.